Jeder von uns hat oder kennt eine Tante, die fürchterlich ist. Aber diese Tanten, die wir kennen, sind nichts im Vergleich zur Terror-Tante, die in diesem Buch vorkommt. Tante Alberta ist die Tante von Stella Saxby, der Heldin dieses Buches. Sie kommt aufs Schloss und nistet sich ein. Dann kommt es zu einem schrecklichen Autounfall, bei dem die Eltern von Stella sterben. Und Alberta versucht, sich das Schloss unter den Nagel zu reißen, indem sie Stella drangsaliert, damit sie ihr das Schloss überschreibt. Stella wehrt sich und findet einen Gehilfen und Freund in einem Schornsteinfeger, einem jungen Buben, der Rus heißt. Mein Buchtipp, Terrortantchen von David Williams. Ein Buch für Kinder und jung gebliebene Kinder, die Spannung und Action lieben. Meine unbedingte Buchempfehlung geht an alle Liebhaber der englischen Literatur, insbesondere die des subtilen Horrors. Edgar Allan Poe war ein US-amerikanischer Schriftsteller, der im 19. Jahrhundert lebte. Er prägte entscheidend die Genres der Kriminalliteratur, der Science-Fiction und der Horrorliteratur. Er starb 1849 unter ungeklärten Umständen in Baltimore. Dieses Buch beinhaltet fast alle Geschichten und Gedichte des Genies Edgar Allan Poe. Die verschiedensten Illustrationen unterstreichen das Groteske in den Werken von Edgar Allan Poe. Was diese Ausgabe so besonders macht, ist, dass sie verschiedene Geschichten beinhaltet, die heute kaum noch zu finden sind. Die Aufmachung des Buches, das Format, der Goldschnitt und wie gesagt die verschiedenen Illustrationen machen dieses Buch zu einem wahren Meisterwerk. Es gibt aus dieser Reihe noch weitere Bände, unter anderem von William Shakespeare, Jane Austen, Sir Arthur Conan Doyle, Oscar Wilde und Lewis Carroll. Also meine absolute Buchempfehlung ist von Edgar Allan Poe, The Collected Stories and Poems. Christoph Ransmeyer, Cox oder Der Lauf der Zeit, für mich ein extrem farbenfroher Roman. Er führt uns in die Zeit des 18. Jahrhunderts Richtung China. Er spielt an sich am chinesischen Hof des Kaisers. Jiang, der den englischen Uhrmacher Cox nach China holt, damit er dort eine besondere Uhr für den Kaiser bauen kann. Von Alistair Cox ist die Tochter gestorben und er muss diesen Schmerz überwinden und da kommt ihm natürlich die Reise, die Einladung des chinesischen Kaisers recht, um das Ganze aufarbeiten zu können. Der chinesische Kaiser, damals wie gesagt der mächtigste Mann der Welt, befiehlt ihm eine Uhr zu bauen, eine Uhr, die die Ewigkeit messen soll. Ein Ding der Unmöglichkeit natürlich und Alistair Cox weiß genau, dass er diese Aufgabe nicht erfüllen wird können. Wenn er es nicht schafft, dann steht die Todesstrafe für ihn bereit. Genauso, wenn er es schafft, kann er nur den Kaiser frustrieren. Das Schöne an dem Roman ist, umso mehr sich der Kaiser und Alistair Cox treffen und umso mehr Uhren und Spielautomaten er für den Kaiser entwickelt, umso greifbarer wird der Kaiser für ihn, umso mehr entwickelt sich der Kaiser von einer unberührten Person zu einem Menschen. Und das ist, glaube ich, das Schöne an dieser Geschichte. Ransmeyer hat mit diesem Buch wirklich einen großen Wurf hingelegt und nicht umsonst haben viele Pressestimmen gesagt, dass es der Titel des Weihnachtsgeschäftes ist und dass sich eigentlich Christoph Ransmeyer den Deutschen Buchpreis für dieses Werk verdient hätte. Für mich der absolute Buchtipp des Weihnachtsgeschäftes, weil die Sprache einfach unheimlich schön ist, fast märchenhaft ist und ein extremes Vergnügen ist, dieses Buch zu lesen.